Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht es in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Wie steht es wirklich um die Menschenwürde? Dazu haben wir am 18. Februar eine Umfrage gemacht und uns umgehört, was Oldenburgerinnen und Oldenburger zu dem Thema zu sagen haben. Für mich persönlich gehören dazu Sachen wie eigene Entscheidungen, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel jetzt gerne ein Hobby hat, was bei anderen Menschen nicht wirklich so angesehen wird oder anerkannt wird, weil man geht ja jetzt nicht zu jemandem hin oder spielt ihn dafür runter. Anderes Denken von Menschen, andere Meinungen akzeptiert. Also grundsätzlich also bin ich für Respekt und dass man den akzeptiert und so wie er ist. Obdach, Nahrung, Wasser, Unversehrtheit des Körpers, medizinische Betreuung. Was ich fühle, darf ich auch frei sagen, natürlich klar. Und das ist auch ein freies Land hier in Deutschland. Also was ich denke, das ist ja auch meine Würde. Zum Beispiel Recht auf Wohnung, Recht auf ausreichende gesundheitliche Versorgung, Ernährung. Also ich selber mit Migrationshintergrund, ich habe Heimatland verlassen. Und manchmal fühlt auch nicht sich wohl. Toleranz gegenüber allen. Dass jeder Mensch sich frei entfalten kann, wie er möchte, natürlich mit Rücksicht auf andere. Zum Beispiel das Recht auf Arbeit für alle Menschen, nicht nur für Ausländer, sondern auch für Deutsche, Ausländer, für alle. Überall, wo jetzt Diktatoren, wo die Menschenrechte verletzt werden, auch dort auch bewahrt und Menschenwürde auch sogar auch dort, genau wie hier in Deutschland, auch bewahrt werden. Respekt zu Menschen und ihre Wertschätzung denen Gefühl zu geben. Leben. Leben für alle. Und Leben in Freiheit, ohne Druck, ohne Zwang. Ja, im Zusammenhang mit Geflüchteten, aber auch im Alltag, wenn ich manchmal Arbeitsbedingungen sehe, die ich sehr menschenunwürdig finde. Es ist nicht unbedingt wie von der Nationalität abhängig, finde ich, auch vom Geschlecht her, vom Alter her. In der ganzen humanitären Angelegenheit, genau. Da wird ja gar nichts im Grunde genommen gegeben. Die Menschenwürde ist in meinen Augen besonders verletzt an der Grenzpolitik, also was die Grenzen in Deutschland angeht. Schon in der Situation mit geflüchteten Menschen vor allem tatsächlich. Wie damit umgegangen wird in Europa, finde ich sehr, sehr schwierig. Die Gesetze und Regelungen, die leider beschweren das Leben von Menschen. Dass wir so viele Menschen, Millionen Menschen in der Welt sehen, in prekäre Verhältnisse zu arbeiten. Heutzutage die Flüchtlingskrise auch, ne? So, das sind auch nur Menschen wie wir. So, die möchten auch nur deren Leben leben. In den Social Medien, die Hetze auf Ausländer und andere Minderheiten. Gleiche Rechte für alle. Es kommt einfach durch unsere Politik, durch die Wirtschaft. Zeitarbeitsfirma spielt eine ganz große Rolle. Die Leute, sie können auch nicht in Anspruch nehmen, weil die gute Deutsch auch sprechen. Die Rentenansprüche, die sie jetzt eingezahlt haben, kriegen sie unter was der Staat noch zugibt. Das ist lächerlich. Wenn ich ohne Respekt jemanden behandle, dann kommt es an mich zurück, weil ich genauso behandelt sein könnte, wie ich diesen Menschen behandle. Warum hören wir nicht auf unsere Wissenschaftler, die uns belegen können, was wir falsch machen? Dass die Menschen unterstützen, besonders auch niedrig verdienende Menschen, besonders sozialbedürftige Menschen, das unterstützt werden. Ich glaube, man muss vor allem in den Dialog treten miteinander. Was man von einzelnen Menschen auch erwartet, dass der Staat zum Beispiel reagiert auf Missstände, auch wirklich rigoros reagiert. Also wenn man einfach miteinander redet, anstatt sich zu beschießen, wenn man mehr zusammenarbeitet, kann man auch zusammen mehr was tun. Es ist ein freiheitliches Land und dafür muss ich mich einsetzen und meinen Mund aufmachen. Ich sage einmal, also wir müssen auch auf jeden Fall hier in Deutschland nicht alle Ausländer in einen Topf werfen. Indem man wählt, indem man demonstriert und seine Meinung kundtut. Verdi, IG Metall, Deutscher Gewerkschaftsbund, alle müssen an einen Tisch sitzen und sagen, so machen wir das. Menschen, die Hass verbreiten, in eine bessere soziale Lage bringen, damit sie eben sich nicht bedroht fühlen durch zum Beispiel Minderheiten. Ich denke, es ist immer jedem dabei geholfen, wenn man an sich allgemein jetzt, ganz egal woher man kommt, den Menschen halt so behandelt, wie man selbst auch behandelt werden möchte, weil wenn das jeder machen würde, dann hätte man von vornherein eigentlich keine Probleme.